Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Advanced Wars 2, mein persönlicher Favorit im Vergleich zu Advanced Wars 1. Und es geht mal wieder um, naja, Rundenstrategie, so in etwa kann man das, denke ich mal, doch schon nennen. So, dann zeige ich mal kurz, was man machen kann. Kriegsgebiet kann man einfach alles Mögliche spielen, das ist quasi sowas wie die Spielwiese. Dafür kann man sich auch spezielle Karten kaufen, nämlich hier bei Geländepläne. Hier kann man quasi das Geld, was man sich in der Kampagne etc. verdient, ausgeben. Verbindung ist Multiplayer. Arrangement ist, dass man die Outfits der Charaktere zum Beispiel ändern kann. Zum Beispiel die im Hintergrund sichtbare Nell würde dann grün tragen statt pink als Beispiel. Oder man kann halt auch komplett eigene Karten entwerfen. Was eigentlich auch ganz witzig ist. Nur leider hat das halt keine große Multiplayer-Community, so richtig. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich wüsste es persönlich noch nicht, wie man das mit Emulator austauschen sollte, die erzeugten Karten. Gut. Kampfmodus ist Game Point oder Computer kämpfen. Ganz interessant, wie gesagt, aber hier kommen wir zu dem wichtigen Punkt, nämlich der Kampagne. Das hatten wir irgendwie schon. Gefühlt. Ah, ich hatte mich eben verklickt. Ich habe quasi auf B statt auf A gedrückt. Doof das. So, ja. Neue Kampagne. Es geht wieder gegen Black Hole. Die quasi auch in Teil 1 das Makroland verwüstet haben. Das Lustige ist, das ist wieder der gegnerische Endboss, wenn man so will, Sturm. Und Maverick ist seine rechte Hand, sein Lieutenant, wie auch man es nennen möchte, der ihm quasi den gröbsten Dreck von den Händen fernhält. Und nicht nur das, diesmal wissen wir, dass wir sofort gegen das Böse kämpfen, das heißt, wir müssen uns nicht erst wieder durch sinnlose Horden von Freunden kämpfen. Wir sind quasi nicht umringt von Feinden, Freunden, whatever. Ja, gut. Ja, das Lustige ist, die reden hier von Kosmoland und Makroland. Also eigentlich von verschiedenen Gegenden, Ländern einer Welt. Das Lustige ist, die Nationen heißen ja auch Orange Star, Blue Moon, Yellow Comet und Green Earth. Wo ich mir dann wieder die Frage stelle, hä, warum gibt es hier verschiedene Ländereien? Und vor allem, er bezieht sich ja sogar noch auf den ersten Teil, von daher. Naja. Lassen wir mal dieses ganze Meta Gerede weg und fangen wir an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier wieder Tami und Andy wieder zusammen. Deren Stärken sind wir ähnlich. Andy kann heilen, Tami kann besser besetzen und stärkere Infanterie. Und Max ist mein persönlicher Lieblings-CO von den dreien. Einfach voll auf die Fresse. Da bin ich jetzt mal ganz direkt. Wobei ich zugeben muss, Orange Start noch zwei COs, die man im Krisengebiet freischaltet oder fürs Kampf- und Krisengebiet freischalten kann. Das sind nämlich Hashi, der Kartentyp. Der bekommt gleich starke Einheiten, aber für, ich glaube, nur 80% des Preises oder so. Das ist Hardcore. Also ich glaube, standardmäßig sind es, glaube ich, 90% des Preises und bei seiner Spezialfähigkeit wird es nochmal günstiger. Also das ist echt bitter. Und Nell kann man hier auch freischalten. Die, also nicht für die Kampagne leider, aber die hat glaube ich, zusätzliches Glück. Das heißt, man kann 10 oder 20% mehr Schaden machen durch Zufall. Das heißt, das ist wirklich ein bisschen Roulette spielen. Schlechter kann es nicht werden, aber besser. Ganz witzig eigentlich, aber für Leute, die gerne strategisch planen, ist das eher nichts, weil die machen es halt lieber an festen Werten fest. Aber ich spiele ganz gerne mit Nell.
Vor allem kommt es mir in diesem Teil nicht ganz so besserwisserisch vor. So, habe ich jetzt aber genug gelabert. Langsam dürften die hier auch fertig sein mit dem Brabbeln und wir können anfangen. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wie kann Andi sich über Krieg freuen? Los gehen wir! Ja, wenigstens die richtige Einstellung. Jawohl. Oh nein, nein! Nicht schon wieder diese Nachhilfestunden. Ich bring irgendwas. Das ist schlimm. Na egal, fangen wir an mit der ersten Mission. Und das sind die schwächsten zwei Hauptgegner, Helmut und sein Helferlein hier. Dieses Baby im Darth Vader Outfit in Blau. Er hat einfach starke Einheiten, die sind etwas stärker als normal. Und mit seiner Spezialfähigkeit, glaube ich, Brachialgewalt oder so, macht er richtig böse viel Schaden. Da kann er dann sogar gegen einen Max dagegen halten, zumindest in der Offensive. So, dann wird das hier gleich relativ lustig werden. Mit der Razzia. Das Schöne ist, ich finde dieses hier super leicht. Also Teil 2 ist wirklich relativ simpel, bis auf, ich glaube, 5, 6 Missionen, die ich so grob im Kopf noch habe. Das ist jetzt nur ein geschätzter Wert, aber die mich richtig angeekelt haben. Das Dumme ist, man kann das jetzt nicht ausstellen. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt wegklicke, aber das Spiel spielt sich genauso wie Teil 2, wie Teil 1. Es hat zum großen Teil auch dieselben Einheiten. Also hier da oben links wäre den TTP oder ATP, wie auch immer man nennen möchte, also Transporter, Infanterie, mechanisierte Einheiten. Basen sehen so aus hier. Dann gibt es natürlich noch Fabriken, Flughäfen und Seehäfen, genau. Und es gibt natürlich auch, was habe ich gerade vergessen? Stimmt, Spezialbasen gibt es hier auch, die sehen auch ein bisschen anders aus, aber das werde ich euch dann alles noch vorher zeigen. Die erste Mission ist jetzt wirklich total simpel. Was einem jetzt auch hier gerade erklärt, ist vollkommen Rille. Entweder das Ziel ist wieder, entweder man besetzt so schnell wie möglich das gegnerische Hauptquartier. Oder man besiegt die Gegner komplett. Genau. Ja. Jetzt wird einem wieder erzählt, was die gut können, was nicht gut können, was man machen soll, dass sie besetzen können. Das ist doch, wie gesagt, man möge es mir nicht übel nehmen, aber innerlich verabscheue ich dieses Tutorial hier. Das sind so die ersten 4, 5 Missionen. So. Warum ich da keinen reingepackt habe, ganz simpel. Ich brauche eh alle drei zusammen, damit ich eine direkte Übermacht machen kann. Das heißt, ich muss quasi mit zwei Einheiten einen direkt besiegen und ich muss den zweiten schon anschlagen, damit er die Angeschwächten aus dem ersten Kampf nicht töten kann. Damit ich auch hier 100% Technikpunkte bekomme. Auch hier können die TTPs natürlich Rationen verteilen, das heißt Munition auffüllen und Treibstoff. Also wie gesagt, alles wie gehabt. Übrigens flackert das Bild bei euch auch ab und zu so. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier wirklich drauf hämmere wie ein Bekloppter, damit es endlich aufhört. So, ja. Dass haben sogar noch das Beenden erklärt wird. Nur. Ohne Witz, man sollte hier am Anfang so einen Button haben für Überspringe des Tutorial. Das Vibe ist knallhart. Sonst dank dieser Mission können wir wirklich in 2 Minuten fertig machen. Oh nein, jetzt Direktangriffe. Man möge es mir echt nicht übel nehmen, aber ich kotze hier gleich ins Essen. Naja, Ziel ist hier natürlich wieder so viele Gegner wie möglich zu vernichten für Kraft, so wenig wie möglich zu verlieren für Technik und so schnell wie möglich zu gewinnen für Tempopunkte. Diese drei Kriterien sind wieder die interessanten. So.
das Ganze schon mal seitlich verschieben. Nee. Ich möchte ihn nicht im Wald stellen. R2, das heißt, genau. Den stelle ich hier hin, denn dadurch besteht die Möglichkeit, dass er sich hier hinstellt und angreift. Wobei ich glaube, er kann gar nicht sich dahin bewegen, aber er kann auf jeden Fall sich nicht in den Wald stellen, wenn er mich angreifen will. Weil das wäre wirklich das Dümmste, was passieren kann. Perfekt. Weil dem kann er nicht wirklich viel anhaben. So, der am weitesten hinten ist zuerst. Wie gehabt, man sieht da unten die Prozentzahl, die entsprechend auch dem Schaden, den er macht. 49% sind Schaden am Gegner. So. Dann als nächstes. Wenn ich den hier hinstelle, bringt das nichts. So, den stelle ich hier hin. Dadurch hat er wieder die Möglichkeit anzugreifen. Bin ich hinterhältig? Vielleicht. Wird es klappen? Höchstwahrscheinlich. So. Wie gesagt, durch relativ simples Truppenverschieben kann man den Gegner hier dazu locken, dass er was macht, was man möchte. Und für alle, die fragen, nein, ich habe es noch nie geschafft, diese Mission schneller durch Besetzen des Hauptquartiers zu schaffen. Das kann man versuchen, aber normalerweise landet man bei einem Tag mehr, weil man ja zwei Runden besetzen muss. So, jetzt hat man den Gegner isoliert, er hat keine Waldverteidigung und man kann mit den zwei starken Einheiten diese eine Einheit wegpusten. Quasi simples Mathematikspiel hier. Klinge ich gelangweilt? Vielleicht. Aber diese Mission ist ja auch wirklich leicht gewesen. So. Damit haben wir gewonnen und das dürfte jetzt ein S-Rang sein, also wirklich volle Punktzahl, oder? Ich bitte euch. Na, da hat Papa doch mal wirklich eine mustergültige Leistung gemacht. Perfekt vorgetragenes Strategiespiel. Nee, dein Talent hat damit nichts zu tun, Guter. Aber das soll es auch schon wieder gewesen sein. Eine kurze erste Folge, ich weiß, aber ich kann nichts dafür, dass die Mission so kurz und simpel gestaltet war. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montag und es geht dann am Freitag weiter mit der nächsten Episode Advanced Wars 2. Bis denn, euer Puck. Tschüss.